Hi und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Marco und du hast dir also wahrscheinlich gerade einen neuen Echo Dot 4 gekauft und bist gerade dabei, diesen einzurichten. In dieser Anleitung zeige ich dir gerne Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert und wie wir das ohne Probleme hinbekommen. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt mich gerne mit einem Daumen rauf und wenn ihr keine Arbeit mehr verpassen wollt, macht mir und meinem TÜV auf vier Pfoten Savage hier eine große Freude. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um eben keine Arbeit mehr zu verpassen. Also viel Spaß, auf geht's! Im ersten Schritt der Einrichtung schließt ihr euren Amazon Echo Dot 4 an den Strom an und installiert die Alexa App, dann müsste diese Ansage erfolgen. Instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Ladet dazu die Alexa App runter und folge den Anweisungen. Okay, soweit, so gut. Und für alle, die vielleicht das erste Mal ein Echo Dot oder ein Alexa-fähiges Gerät gekauft haben, nochmal kurz die Erklärung. Also die LED unten, die bedeutet, wenn sie orange leuchtet, dass wir uns im Verbindungsmodus befinden. Und über euer Amazon-Konto, mit dem ihr euch eben in der Amazon Alexa-App einloggen müsst. Über dieses Konto werden alle eure smarten Alexa-fähigen Geräte gesteuert. Also jede ähm, Glühbirne, jede smarte Steckdose oder auch jeder Echo Dot wird in dieser App verwaltet. Das bedeutet im Nächsten Schritt, legt euch entweder ein neues Amazon-Konto an oder loggt euch mit euren bekannten Amazon-Daten ein, bis ihr auf dieser Startseite landet. Ihr könnt euch diese App quasi als Cockpit vorstellen, indem ihr alle Alexa-fähigen Geräte an einem Ort koordinieren oder auch einrichten könnt. Um neue Gruppen zu erstellen oder neue Geräte hinzuzufügen, findet ihr oben rechts in der Ecke ein Plus-Symbol und dann habt ihr eine Liste von Echo-fähigen Geräten, wie zum Beispiel in unserem Fall ganz oben Echo oder Echo Dot, das wählen wir aus. Ihr könnt aber auch ein Echo Sub, ein Amazon Tab oder ein Echo Input genau mit der gleichen Mechanik hinzufügen. Also wir klicken oben auf Echo Dot. Im nächsten Schritt fragt ihr euch nochmal, ob der Echo Dot sich im Einrichtungsmodus befindet, also unsere LED orange leuchtet. Und ihr müsst entweder einmalig oder dauerhaft Zugriff auf die Standorterlaubnis geben, damit er im nächsten Schritt eben automatisch erkennt, dass in unserem Fall zum Beispiel der Echo Dot 4B5 neu in der Liste ausgewählt werden kann. Im nächsten Schritt wählt ihr euer WLAN aus. In meinem Fall, weil ich halt schon mehrere Geräte eingerichtet habe, wurde mein WLAN im Amazon-Konto schon automatisiert erkannt. Wer das das erste Mal macht, dann ist es so, dass ihr euer WLAN-Passwort in der Regel als Aufkleber auf der Rückseite von eurem Router findet. Im nächsten Schritt wird der Echo dort über das WLAN eingerichtet. Hier kommen natürlich noch zwei Hinweise. Zum einen natürlich das Stromkabel nicht abziehen, das braucht er dauerhaft. Und zum anderen muss er sich in der Nähe befinden. Also achtet darauf, dass ihr dort, wo der Echo dort eingerichtet wird, auch mit dem Smartphone einen guten WLAN-Empfang habt, damit auch alles reibungslos funktioniert. Und im nächsten Schritt könnt ihr, wenn ihr das möchtet, noch auswählen, in welchem Raum sich der Echo dort befindet. Das ist halt hilfreich, wenn ihr zum Beispiel mehrere Alexa-Geräte nutzt und dann zum Beispiel sagen möchtet, okay, Alexa schaltet in der Küche das Licht an, oder mache im Wohnzimmer die Musik leiser, dann versteht er halt, wo sich der Echo dort befindet und kann entsprechend reagieren. Habt ihr nur einen Echo dort, könnt ihr unten links den Bereich überspringen. Dein Echo ist bereit. Und an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Die LED sollte jetzt blau leuchten und Alexa ist einsatzbereit. Und falls ihr doch keine Lust mehr auf dieses ganze Smart Home-Zeug habt, hier noch eine galante Möglichkeit, das Ganze unauffällig zu beenden. Alexa, leite Selbstzerstörung ein. Ich leite die Selbstzerstörung gerne ein. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du sie in der letzten Sekunde dramatisch abbrichst.